Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die Neuerscheinungen im Monat April sprechen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen spät, aber es hat sich einfach alles ein bisschen verschoben, mein ganzer Drehplan. Ja, ich mache jetzt auch gar nicht große Worte. Wir starten einfach mit dem ersten Buch. Das Video wird wahrscheinlich wieder endlos lang, weil super viele Bücher jetzt im April erscheinen. Das erste, da muss ich gleich schon etwas Lustiges dazu erzählen. Das erste habe ich euch bereits im Neuerscheinungsvideos März gezeigt. Warum? Weil da das Release-Datum verschoben wurde. Ich setze mich immer ungefähr 2 Monate, bevor der Monat gekommen ist, über den ich sprechen möchte, hin und schaue mir an, welche Neuerscheinungen dann im übernächsten Monat quasi herauskommen und schreibe die mir hier in meine Liste. Beziehungsweise mache ich das eigentlich schon teilweise bei Ankündigungen für das ganze Jahr, aber im Laufe von einigen Wochen oder Monaten können sich die Release-Days eben verschieben, verzögern, vorgezogen werden etc. Und manchmal unterläuft mir dann auch der Fehler, dass ich ein Buch nicht gegenchecke, weil ich mir absolut sicher bin, dass es da keine Änderungen gab. Ja, so war es bei A Place to Belong von Lily Lucas. Das habe ich euch nämlich für den März vorgestellt, aber es wurde in den April verschoben. Und zwar kommt das Buch jetzt am 3.4. endlich auf den Markt und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich mache jetzt gar nicht mehr viel Worte darum, ich lese euch nur noch vor, um was es in dem 3. Band der Cherry Hill-Reihe geht. Als die Journalistin Maggie Gardner auf Cherry Hill eintrifft, wird sie von den McCarthy-Schwestern mit offenen Armen empfangen. Sie soll für mehr Publicity für das neue Baumhaus-Hotel sorgen. Flynn, der die gemütlichen Baumhäuser auf der Farm entworfen hat, soll ihr gleich alles zeigen. Obwohl Flynn Journalisten nicht ausstehen kann, beginnt es zwischen ihm und Maggie bald zu knistern. Ehe sie es sich versieht, fühlt sich Maggie auf Cherry Hill wie zu Hause. Wie soll sie Flynn und den McCarthy-Schwestern, die sie ins Herz geschlossen hat, jetzt noch die Wahrheit sagen, warum sie wirklich hergekommen ist? Am gleichen Tag erscheint bei Ravensburger auch ein Buch mit einer kleinen Besonderheit. Es ist nämlich genau wie bei Stefanie Hasse sehr oft der Fall ist bei Ravensburger, dass beide Bände dieser Dilogie am ersten oder am gleichen Tag erscheinen so. Ich spreche nämlich von Be My First. Da wird sowohl Band 1 als auch Band 2 am 3.4. auf den Markt geworfen. Einerseits finde ich das richtig cool, weil wenn es ein Buch ist, das mir sehr, sehr gut gefällt und vielleicht auch einen Cliffhanger hat, kann ich sofort weiterlesen. Es gibt ja viele, die dann auch immer sagen, ja, ich kaufe mir das Buch noch nicht, weil ich Angst habe, es gibt einen Cliffhanger und ich möchte dann warten, bis der 2. Band auch erschienen ist, um es mir dann zu kaufen. Ist natürlich negativ für die Verkaufszahlen, wenn man oder wenn jeder so denken würde. Dann würde Band 1 ja tatsächlich super schlecht verkauft werden, was sich wiederum auswirken würde auf die Auflagenhöhe von Band 2. Darum soll es aber nicht gehen, da können wir gerne mal ein gesondertes Video zumachen. Aber es soll jetzt um diese Buchreihe gehen und ich erzähle euch, um was es geht. Für immer. Ava steht kurz vor dem Highschool-Abschluss und dennoch weiß sie schon jetzt, wie ihr Leben für immer aussehen wird. Aufopferungsvoll kümmert sie sich um ihre schwer traumatisierte Mutter und niemals würde Ava sie alleine lassen. Als sie Connor begegnet, ist er der Erste, der sich nicht von Avas Schutzmauern einschüchtern lässt. Mit jeder Berührung zeigt er ihr, dass sie sich bei ihm fallen lassen kann. Doch Ava weiß, dass Connors für immer nicht mit ihrem zu vereinen ist. 3 Tage später, am 6.4., gibt der DTV-Verlag ein Buch frei, das ich schon sehr, sehr oft im Englischen gesehen habe. Ich glaube, sie haben auch das englische Cover komplett übernommen. Ich spreche nämlich von Stealing Infinity und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das klingt mega, mega spannend und das Cover ist auch mal wieder ein absolutes Träumchen. Aber um was geht? Natasha Clark ist die totale Außenseiterin an ihrer Highschool, als sie unvermittelt eine Einladung in einen mysteriösen Club erhält. Dort entdeckt sie einen Grabstein mit ihrem Namen. Kurz darauf wird es um sie schwarz. Alles nur ein Traum? Als sie am nächsten Morgen erwacht, ist Nataschas Leben vollkommen auf den Kopf gestellt.
Ihr wird Diebstahl vorgeworfen. Sie fliegt von der Schule und erhält das überraschende Angebot, an die Grey Wolf Academy zu wechseln. Dort stehen allerdings nicht nur Geschichte und Kunst auf dem Lehrplan. Mit Hilfe von Braxton, ihrem gut aussehenden Mitschüler, will Natascha das Mysterium der Academy lüften und merkt bald, die Eliteschule hütet noch mehr dunkle Geheimnisse. Hat mich so ein bisschen an Grave erinnert. Zwar sind die Umstände anders, warum jemand an diese Schule kommt, aber so mein erster Impuls war Grave-Style. Auf das nächste Buch freue ich mich tatsächlich auch sehr. Ich werde es wahrscheinlich bei fast jedem Buch jetzt sagen, weil ich von dem englischen Pendant schon sehr, sehr viel Gutes gehört habe und weil ich auch schon einige Bücher von der Autorin selbst gelesen habe. Ich spreche nämlich It Happens One Summer von Tessa Bailey und das wird im wundervollen Kiss Verlag erscheinen. Da habe ich mich, als die Programmvorschau öffentlich gemacht wurde, schon sehr, sehr arg drüber gefreut. Und vor allem haben sie das Cover auch fast identisch zum englischen Cover gelassen oder zum amerikanischen Cover gelassen. Sie haben lediglich die Farbe vom Kleid und also von der Kleidung der beiden Protagonisten ein bisschen geändert. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Also ja, obwohl Menschen drauf sind irgendwo, gefällt es mir richtig, richtig gut. Piper Bellinger ist ein Hollywood-It-Girl, doch als sie wegen einer außer Kontrolle geratenen Party und möglicherweise einem klitzekleinen Einbruch in einen Hotelpool im Gefängnis landet, reißt ihrem Stiefvater die Geduldsfaden. Er dreht ihr den Geldhahn ab und schickt sie in den kleinen Küstenort Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist, um sich dort um die heruntergekommene Bar der Familie zu kümmern. Piper ist noch keine 5 Minuten in Westport, als ihr der krummelige, muskelbepackte Fischer Brandon in die Quere kommt. Er glaubt, dass sie keinen einzigen Tag durchhält, aber Piper hat es satt, von allen für ein dummes Blondchen gehalten zu werden. Und nur weil sie bei ihrem ersten Versuch zu kochen beinahe die Bar niederbrennt, heißt es noch lange nicht, dass sie aufgibt. Sie wird es allen beweisen, vor allem diesen ärgerlichen, attraktiven Fischer. Am 12.04., einen Tag später also, erscheint ein Buch, auf das ich, glaube ich, kein einziges Wort mehr verschwenden muss, weil ich euch schon so viel von dieser Buchreihe vorgeschwärmt habe. Es erscheint nämlich War and Queens, der 4. Band der From Blood and Ash-Reihe von der lieben Jennifer L. Armentrout. Ganz, ganz große Liebe. Ich vergöttere diese Reihe und ich denke, ja, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich würde euch jetzt auch nochmal den Klappentext vorlesen, aber ich glaube, ich habe es euch echt jetzt schon zu Genüge erzählt. Es geht um Poppy, sie ist die Auserwählte und um ihre Geschichte. Punkt. Ja, von Blood and Ash, ich denke, da ist auch wirklich jeder mittlerweile firm, um was es da geht. Da muss ich jetzt nicht mehr groß drüber reden. Aber auch am 12.04. erscheint der Reihenauftakt von Stella Tucks neuer Reihe und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein einziges Buch von ihr gelesen, außer in diesem Ravensburger Adventskalenderbuch, nenne ich es jetzt mal. Da habe ich eine Geschichte von ihr gelesen, aber mehr noch nicht. Ich bin auch mal gespannt, ob mich die Reihe überhaupt interessiert, weil es viel um Dämonen und Exorzisten geht. Und ich bin auch nicht sicher, ob das was für mich ist, aber ich möchte dem Ganzen eine Chance geben. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf, denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle über den eigenen Körper behalten, ohne dabei seinen Verstand zu verlieren. So macht die Academy ihr ein Angebot. Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme und diese ist nicht menschlich. Am 20.04. kommt dann endlich der 2. Band der A River of Royal Blood Reihe raus, der Schwestern heißen wird. Ich habe den ersten Band tatsächlich noch nicht gelesen, habe es aber ganz, ganz bald vor, zu kaufen, zu lesen, weil es mich doch arg anspricht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich muss jetzt leider dazu sagen, dass ich auch manchmal von diesem Typ Mensch bin. Ich wollte warten, bis der 2. Band erscheint.
Ja, ich nehme mich da nicht raus aus diesem Teufelskreis. Zwei Schwestern, ein Thron und ein grausamer Wettkampf. Früher war ihre große Schwester Isa alles für Eva. Ihre beste Freundin, ihre Lehrerin in Hofetikette und ihre Beschützerin. Kurz vor ihrem 17. Namenstag sind die beiden nur noch eins füreinander, Rivalinnen. Denn ihre Vorfahrin Rhaena, die erste Menschenkönigin von Moira, hat eine grausame Tradition ins Leben gerufen. Wie sie selbst damals, sollen auch die zukünftigen Königen sich einen Weg auf den Thron erkämpfen. Während Isa Licht und Gedanken manipulieren kann, fürchtet sich Eva vor ihrer Blut- und Knochenmagie, einen weiteren brutalen Erbe von Rhaena. Doch wenn sie überleben will, muss sie ihre Angst hinter sich lassen und die Gefühle für ihre Schwester. Das war übrigens der Klappentext zum ersten Band, auch wenn jetzt der zweite Band erscheint. Dann wird im April die liebe Bianca Iosivoni auch einen neuen Roman auf den Markt bringen, obwohl sie jetzt im Februar, März gerade erst einen neuen auf den Markt gebracht hat. Die ist sehr, sehr fleißig. Twisted Fate heißt ihr neues Projekt und das wird, glaube ich, eine Dilogie, wenn ich es richtig gesehen habe, und erscheint im Hause Ravensburger. Ich war beim Durchgehen der Liste ein bisschen verwirrt, weil wir später noch ein Buch haben, das so ähnlich klingt, und dachte dann erst, das wäre das und die Release Days hätten sich einfach nur verschoben, bis ich dann gesehen habe, dass es zwei verschiedene Bücher von zwei verschiedenen Autoren sind, aber dazu später mehr. Als Faith ein Stipendium ergattert, hofft sie vor allem auf eins, ein ganz normales Studium. Doch als sie auf dem Campus auf ein Symbol mit gekreuzten Schwertern und Disteln stößt, ahnt sie, dass ihre Vergangenheit ihr gefolgt ist. Denn plötzlich steht Nate vor ihr, ein Freund aus Kindertagen mit dem gleichen Symbol als Tattoo auf der Haut. Aber auch Jax, der hemmungslos mit Faith flirtet, verbirgt etwas, was Faith nicht ahnt. Ein längst vergessener Feind hat ihr gemeinsames Schicksal besiegelt. Bei dem nächsten Buch habe ich tatsächlich den ersten Band auch noch gar nicht zu Hause, weil mich die liebe Maren da so ein bisschen geimpft hat, weil sie ständig sagt, sie konnte irgendwie nicht voll überzeugt werden von dem ersten Band. Und teilweise habe ich deshalb auch noch nichts unternommen, um ihn mir zu kaufen. Aber er wird mir trotzdem irgendwo so ein bisschen im Kopf rum. Ich spreche von The Atlas Six. Das hat sie nämlich damals gelesen, als wir auch den Raven Boys Buddy Read machen wollten oder als wir darüber gesprochen haben. Und ja, irgendwie war sie da nicht so begeistert von. Ich dachte mir, ja, ich warte es mal ab, wenn der zweite Band kommt, wie da so die Resonanz ist. Vielleicht überlege ich es mir dann doch. Und ich muss halt auch sagen, dass die Cover wunderschön sind. Und ich weiß, man kauft kein Buch, nur weil es ein schönes Cover hat, es einem aber nicht gefällt. Siehe Witches of Silent Creek, wunderschönes Cover. Geschichte eher so, ja. Also die Geschichte an sich für sich ist schon toll, aber die Umsetzung halt nicht so ganz. Auf jeden Fall wurde das englische Cover übernommen. Fast 1:1. Und das sieht auch einfach wunderschön aus. Und ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob ich es mir dann jetzt noch kaufen werde oder nicht. Ich werde euch aber auf jeden Fall erzählen, um was es in der Geschichte geht. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle 10 Jahre bekommen die talentiertesten Magierinnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Initiation überstehen, erwarten ungeheure Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den 6 Auserwählten werden nur 5 überleben. Dieses Mal sind mit dabei Libby Rhodes und Nico de Verona, 2 begnadete Physiomagier von der New York University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann, und Rhaena Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Am 27. April erscheint dann endlich der zweite Band der Cozy Island-Reihe von der lieben Ellen Ellis. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, weil Band 1 so ein richtig schöner, herbstlicher, cozy Wohlfühlroman war. Also es war eine schöne Slowburn-Geschichte und man hat richtig, richtig schön abschalten können. Und darauf hoffe ich beim zweiten Band natürlich auch, wenn man Elle so ein bisschen kennt von ihren Videos her und von der Art, wie sie mit einem spricht. Ich habe sie auf der Buchmesse kennengelernt. Kommt sie mir halt auch als sehr,
nicht stille, aber sehr ruhige Person rüber. Und ich finde, das hat sie auch sehr gut mit ihren Büchern vermittelt. Ich kenne sie nicht hardcore persönlich, ne? Also da kann ich jetzt einfach nur von meinem Eindruck hergehen. Aber dieses Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch beim Lesen ihrer Bücher. Und jetzt kommt, wie gesagt, der zweite Band der Cozy Island-Reihe. Und da geht es um andere Protagonisten als im ersten Band. Deshalb kann ich euch da auch ganz unbedenklich den Klappentext vorlesen. Claire liebt ihr kleines Café auf Cozy Island. Und das nicht nur, weil es ihr dabei hilft, einen Teil ihrer Vergangenheit hinter sich zu lassen. Um noch mehr Touristen auf die Insel und ins Cat's Coffee zu bringen, wird dieses Jahr das Spring Break Festival organisiert. Auf dem Festival erlebt Claire einen unvergesslichen Abend, zum einen wegen der ausgelassenen Stimmung, aber auch wegen Chase. Dem Chase, der mit seinem Humor und seinen geheimnisvollen Tattoos Claires Knie weich werden lässt. Nach einer gemeinsamen heißen Nacht beschließen die beiden, ihre Freundschaft ein Plus hinzuzufügen. Einzige Regel, keine Gefühle, doch es ist leichter gesagt als getan. Unter dem Klappentext hat die liebe Julia Kuhn einen Plurb eingefügt. Also eine andere Autorin und Buchbloggerin durfte ihre Meinung zu dem Buch sagen. Und die steht da drunter und sie sagt, in Spring in Your Heart erwartet euch eine emotionale Geschichte, die von Liebe und Freundschaft erzählt, mit unvergesslichen Momenten und vielen Frühlingsgefühlen. Und wenn wir gerade bei der lieben Julia Kuhn sind, da kommen wir auch gleich zum nächsten Buch, das im April erscheinen wird. Und zwar ihr Debütroman, Ravenhall Academy. Und da freue ich mich auch schon maximal drauf. Ich habe sie, wie gesagt, auch auf der Buchmesse getroffen mit der Alice zusammen. Die beiden haben auch fleißig ihre Illustrationen verteilt. Und ich habe halt Zeit gehabt, ein bisschen mit ihr zu quatschen. Und sie ist auch mega hyped, so wie ich das rausgehört habe. Also ja klar, es ist ein Debütroman, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Und ich sagte noch zu ihr, ach, die Frau mit dem wunderschönen Buch. Das Buch ist auch wunderschön. Sie hat es jetzt die Tage bei Instagram auch mal von innen gezeigt. Und es ist einfach eins der schönsten Bücher, die seit langem auf den Markt kamen. Das unterschreibe ich so blind. Es ist wirklich so. Es ist ein wunderschönes Buch. Der Erstauflagenbuchschnitt ist ein Traum. Das Innendesign ist ein Traum. Ich möchte gar nicht mehr so viel sagen. Wenn es da ist, zeige ich es euch und dann wisst ihr, was ich meine. Mit allem hätte Lily Campbell gerechnet, aber nicht damit, dass sie eine Hexe ist. Von ihrer Grandma erfährt sie, dass uralte Magie in ihr schlummert. Und um diese zu trainieren, soll sie die Ravenhall Academy besuchen. Zwischen Hexensprüchen, mystischen Legenden und sagenumwobenen Wesen muss sich Lily nun in dieser neuen Welt zurechtfinden. Dabei gerät sie immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven Jason aneinander, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber schon bald wird klar, dass auf Ravenhall nicht alles so ist, wie es scheint, denn Lily kommt einer dunklen Verschwörung auf die Spur, die das Erbe der Hexen tiefgreifend zu verändern droht. Weil der 27.04. so beliebt ist, um Bücher auf den Markt zu bringen, Spoiler-Alarm, der 28.04. auch, haben wir noch ein Buch, das an diesem Tag erscheint. Where the Fireflies Dance ist der zweite Band der Reihe, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, Sehnsuchtssetting Kanada. Mit Sehnsuchtsset in Kanada. Nein. Rock and Roll. Keine Ahnung, wie die Reihe heißt, aber sie sieht wunderschön aus. Der erste war Where the Hummingbirds Sing. Und jetzt kommen die Glühwürmchen dazu. Das Cover ist wieder wunderschön und ich glaube, dieses Sehnsuchtssetting, das wird auch durch das Cover vermittelt. Würde ich zumindest jetzt so empfinden. Seit ihr Bruder Luke nach einem schweren Unfall im Rollstuhl sitzt, kämpft Nell mit Panikattacken und Schuldgefühlen. Um sich abzulenken, stürzt sie sich in ihre Arbeit im familieneigenen Chalet-Resort in Lake Louise. Doch als der geheimnisvolle Caleb im Resort auftaucht, weiß Nell nicht, wo ihr der Kopf steht. Caleb bringt sie auf die Palme und seit langer Zeit mal wieder zum Lächeln. Er könnte ihr rettender Anker sein, aber Caleb ist nicht zufällig nach Lake Louise gekommen. Und wenn Nell den wahren Grund erfährt, wird das ihre Welt erneut erschüttern. Das letzte Buch, das am 27.04. erscheint, ist das neue Buch von Antonia Wesseling bzw. der zweite Band ihrer Reihe, der da heißt, Wo du uns findest. Genau, Wo du uns findest heißt er. Ja, den ersten Band habe ich ja auch schon gelesen und daher kenne ich die Protagonistin aus dem zweiten Band bereits. Ich war ja so ein bisschen unschlüssig, ob ich die Reihe weiterlesen möchte oder nicht, weil es mir ein bisschen zu viel Gejammer war. I'm so sorry. Aber ich konnte die
Verhaltensweise von der Protagonistin aus Band 1 nicht nachvollziehen. Aber ich musste auch noch nicht in ihren Schuhen gehen. Also das Thema fand ich schon wichtig, aber ich konnte es halt teilweise nicht nachvollziehen, weil ich noch nie mit diesem Thema in Berührung kam. Jetzt kommt Band 2 und da gibt es einige Aspekte, die mir richtig, richtig gut gefallen, die mich auch überzeugen, dass ich den zweiten Band lesen möchte. Und zwar sind das Kochvideos auf YouTube zu stellen oder ins Internet zu stellen. Und genau das macht nämlich unsere Protagonistin. Und ja, das habe ich ja früher auch gemacht. Und deshalb hat sie mich damit gecatcht. Für Melina wird ein Traum wahr, als ihre Kochvideos im Netz viral gehen und es so aussieht, als könnte sie bald von ihrer Leidenschaft leben. Lieber als mit ihren Followern verköstigt sie ihre neuesten Kreationen, doch mit ihrem Freund Ben. Doch der hat mit anstrengenden Prüfungen zu kämpfen und zieht sich immer mehr von ihr zurück. Mel leidet darunter, nicht mehr zu ihm durchzudringen, ihm nicht helfen zu können. Während Ben kaum noch das Haus verlässt, sucht Mel Ablenkung in der Welt der Influencer. Ihre große Liebe steht plötzlich vor einer großen Herausforderung, dem Leben selbst. Damit wären wir dann bei dem 28.04. angekommen und bei dem Buch, das so ähnlich klingt wie das von Bianca Iosivoni. Es ist allerdings von Anna Huang und heißt Twisted Games. So, für die Verwirrung. Das andere war Twisted Fate und das hier heißt Twisted Games. Haben aber absolut rein gar nichts miteinander zu tun. Gefangen von den Fesseln der Pflicht hat Bridget von Ascheberg, Prinzessin von Eldora, nur drei Wünsche. Liebe, Leidenschaft und ihre eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen. Doch als ihr Bruder abdankt, findet sie sich auf einmal auf dem Thron, den sie nie wollte. An ihrer Seite der Mann, dem ihr Herz gehört, aber den sie nicht lieben darf. Rice Larsen, ihr Bodyguard, ihr Beschützer, ihr Ruin. Ihre verbotenen Gefühle könnten sie beide in den Untergang treiben und ihr Königreich zerstören. Das nächste Buch, das erscheint, hat weder bei Amazon noch bei Thalia einen Klappentext. Das heißt, ich kann euch gar nicht so viel dazu erzählen. Ich weiß nur, dass es ein wunderschönes Cover hat und dass vom ersten Band die liebe Nella sehr, sehr begeistert war und mir es ans Herz gelegt hat, ihn doch auch mal zu lesen. Ich spreche hier vom zweiten Band von Like Words on Our Skin. Das erscheint im Hause Lux und ja, der Klappentext heißt einfach nur romantisch mitreißend und absolut einzigartig. Das Warten hat ein Ende. Endlich erscheint der zweite Band der Like This-Reihe von Mewish Suhail. Band 2 der New Adult-Trilogie, Like Water in Your Hands, war der erste. Like Words on Your Skin, jetzt. Und dann Like Feathers Between My Ribs. Mehr steht da nicht. Also ich kann euch nicht allzu viel über das Buch verraten, aber es erscheint am 28.04. Auf das nächste Buch freue ich mich gefühlt von allen Büchern, die ich euch heute genannt habe, am allermeisten. Und dabei, ja, ist es ein Reihenauftakt und ich kann euch noch gar nicht so viel zu der Reihe sagen. Aber ich habe das Cover gesehen, als Lux es vorgestellt hat. Es ist auch ein Lux-Buch. Und dachte, obwohl ich den Klappentext noch nicht gelesen habe, das Buch muss ich lesen. Jetzt könnt ihr euch natürlich vielleicht denken, um was es in dem Buch geht. Ich zeige euch jetzt gerne mal das Cover. Es geht um Hexen. Es geht aber nicht nur um Hexen, was mich als Thema sowieso schon immer catcht, sondern sie ist eine Hexe, die im Internet ihr Wissen teilt, so eine Art Influencer-Hexe. Und das in Kombination fand ich auch nochmal total spannend. Aber hört einfach mal selbst. Gemma Stone ist eine moderne Hexe, die in den sozialen Medien lehrt, wie man die Kräfte der Natur im Alltag nutzen kann. Eines Tages trifft sie auf den attraktiven und mysteriösen Darren. Dieser braucht Hilfe dabei, den eigentlich verbotenen Blutfluch zu brechen, mit dem er belegt wurde. Und der ihn zwingt, gewisse brisante Informationen zu verschweigen. Schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen fühlen Gemma und Darren eine magische Anziehungskraft und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto tiefer wird ihre Verbindung. Doch Darren hat Gemma nicht die ganze Wahrheit erzählt und je näher sie der Lösung kommen, desto näher kommt Gemma auch Darrens dunkelsten Geheimnissen. Kommen wir zum vorletzten Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist es der Reihenabschluss von Emma Scotts Lost Boys Reihe. Ich persönlich habe Band 1 und 2 noch nicht gelesen, auch noch nicht im Bücherregal. Ich weiß auch nicht warum, ich kann es euch nicht sagen, weil ich normalerweise alles, was von Emma Scott kommt, direkt kaufe und inhaliere.
Irgendwie habe ich es beim ersten Band verpasst und dann war der Zug irgendwie abgefahren. Ich war letztens hier bei uns in der Buchhandlung und da lag einer der Bände und ich wusste aber nicht genau, welcher es ist, ob es der erste oder der zweite ist. Ich konnte es auch beim Blättern nicht erkennen und hatte mein Handy aber zu Hause. Ich wohne ja quasi 50 Meter Luftlinie zur Buchhandlung, leider. Und ja, dementsprechend war ich mir nicht sicher, ob es der erste oder der zweite ist. Und bevor es der zweite gewesen wäre, habe ich es dann lieber nicht gekauft. Und ich habe daheim dann gegoogelt, es war der zweite. Also gut, dass ich es nicht gekauft habe. Aber jetzt erscheint im April, am 28. April, der dritte Band und schließt damit die Reihe ab. Roland hat die Hölle gesehen. Nachts durchstreift er die Straßen, um seinen Albträumen und seiner Wut zu entfliehen. Und dann trifft er Shiloh, die clever und kreativ ist und scheinbar ihr Leben voll im Griff hat. Doch alles, was Shiloh tut, hat nur ein Ziel, die Zuneigung ihrer Mutter zu gewinnen, die ihren Anblick kaum ertragen kann. An Liebe glaubt keiner von ihnen, aber die Anziehungskraft und aufkeimenden Gefühle zwischen ihnen sind zu stark, um sie zu ignorieren, bis eine Nacht alles zum Einsturz bringt und sie sich entscheiden müssen, ob sie zulassen wollen, dass ihre Vergangenheit ihre Zukunft weiterhin bestimmt. Kommen wir zum letzten Buch auf meiner Liste und für den Klappentext brauchen wir auch einen langen Atem. Ich habe selten so einen langen Klappentext gesehen, gelesen etc. Ich habe das Buch tatsächlich auch schon vorbestellt. Es wird nämlich eine wunderschöne Bücherbüchse-Ausgabe dazu geben und ja, die wartet schon auf mich, beziehungsweise die wartet wahrscheinlich dann erst im Mai auf mich, weil die ja immer ein bisschen später als Release rausgesendet werden. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt brauchen wir einen langen Atem. Jetzt atmen wir einmal tief ein und tief aus und dann geht's los. 1828. Robin Swift, den ein Choleraausbruch im chinesischen Kanton als weißen Junge zurücklässt, wird von dem geheimnisvollen Professor Lovell nach London gebracht. Dort lernt er jahrelang Latein, Altgriechisch und Chinesisch, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem er in das Königliche Institut für Übersetzung der University of Oxford, auch bekannt als Babel, aufgenommen werden soll. Oxford ist das Zentrum alles Wissens und Fortschritts der Welt. Für Robin erfüllt sich ein Traum, an den Ort zu studieren, der die ganze Macht des britischen Empire verkörpert. Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerk, die Kunst, die in der Übersetzung verloren gegangenen Bedeutungen mit Hilfe von verzauberten Silberbarren zu manifestieren, hat die Briten zu unvergleichlichem Einfluss gebracht. Dank dieser besonderen Magie hat das Empire große Teile der Welt kolonisiert. Für Robin ist Oxford eine Utopie, die dem Streben nach Wissen gewidmet ist. Doch Wissen gehorcht Macht und als chinesischer Junge, der in Großbritannien aufgewachsen ist, erkennt Robin, dass es Verrat an seinem Mutterland bedeutet, Babel zu dienen. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und dem zwielichtigen Hermesbund, eine Organisation, die die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden. Aber kann ein Student gegen ein Imperium bestehen? So, das war eine Geburt. Aber das war auch das letzte Buch auf meiner Liste. Und damit wäre das Video quasi am Ende. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, als schaut gerne in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch alle Bücher. Wie immer sind es Affiliate-Links, das heißt, wenn ihr eins der Bücher kauft, kriege ich eine kleine Aufwandsentschädigung, eine kleine Provision und davon finanziere ich mein Schreiben. Also wenn ihr vorhabt, eins der Bücher zu kaufen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über meinen Link tut. Und jetzt verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!